Inflation, Krieg, Energieschick, wiederholt die EZB die historischen Fehler vieler Zentralbanken in den 1970er Jahren. Vor rund 50 Jahren waren Notenbanken schon einmal mit hoher Inflation konfrontiert, die durch Kriege befeuert wurde. Viele reagierten falsch, während Bundesbank und Schweizerische Nationalbank die Zeichen der Zeit schnell erkannten. Was sind die Lehren von damals und was sollte die EZB heute dringend tun? Stoppt die Inflation, fordern derzeit viele Ökonomen. Im Herbst 1973 wurden auch in der Schweiz autofreie Sonntage angeordnet, um den Ölverbrauch zu senken. Keystone. Die Inflation in Deutschland ist so hoch wie seit 41 Jahren nicht mehr. Zuvor hatte das Geld nur in den 1970er Jahren sowie Anfang der 1980er Jahre noch schneller an Wert verloren. Damals trieben der Jom Kippur-Krieg und der erste Golfkrieg die Erdölpreise auf Rekordwerte, und Energie gehört zu den wichtigsten Komponenten der Inflation. Ist die heutige Situation mit der auch durch den Ukraine-Krieg immer stärkeren Teuerung mit der damaligen vergleichbar? Und was können Währungsbehörden wie die Europäische Zentralbank aus dem Geschehen vor 50 Jahren lernen?